Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Furago und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Borderlands 2 und sind dabei, den Roland zu retten. Und zwar, der hat eine ganze Menge wichtige Sachen im Kopf und außerdem ist er der Anführer der Crimson Raiders. So, da kommt schon wieder viel. Oh, kurz mal zurückgehen hier. Die haben die Granaten geworfen hier. So. Ich kann ja auch noch mal ins Knie schießen hier. Oh. Ich kann auch Granaten werfen. Guck mal hier. Auch erledigt. Du kannst auch Granaten werfen, dann werden wir gleich mal den Arm, den Granatwerfarm entsorgen. So. Dort auch noch. Auch erledigt. So. Das sieht hier aus, sag ich hier. Coole Kisten. Ja, da haben wir einiges gerade verbraucht. Eine lustige Munition. Und da drüben läuft der nächste Spiel. So, da bist du kein Hühnchen los. Und das Granatenwurfärmchen auch. Aber. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab noch nicht mal angefangen zu feuern. So sieht er aus, wenn ich feuere. Okay, mein Freund da oben hier. Und hier oben ist noch, da ist noch einer. So. Leichenbeseitigung? Achso, die Leiche. Okay. Ah, der da unten ist das, meine Freunde, hier mit Leichenbeseitigung. Das Kanötchen weg. Der Granatenarmbombe weg. So. Das kostet aber eine ganze Menge Energie. So. Alter, bist du ja mein Freund. Hier. So, auch erledigt den Freund. Gucken. Achso. So. Mit der Art und Weise kommen wir so langsam voran hier. Das ist ja schon ein Kleinkrieg, was wir ja ausgelöst haben. Ah, da ist er. Okay. Gehen wir mal in die Richtung hier rein, ja. Weiterfeuern! Mach ich ja. Wir versuchen einfach mal, lass uns nicht ablenken. Versuchen wir uns mal auf das Ding hier konzentrieren, aber vielleicht doch nicht das Idealste, weil wir sind nämlich halb tot. So, hier, mein Freund. Ach, da bist du. Ach du Scheiße, der kommt wieder mit Granaten. Dun, 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 dun. Super. Noch mehr Probleme. Medipack wäre super. Hallo, da haben wir unser Medipack. So. Leer ist schlecht. Und da haben wir eine Glücksfeier, damit den Freund auch hier in der Nähe haben. Wechseln wir auch hier hin. So, wieder da, mein Freund hier. Reload hier, hoppala. Und wir sind wieder down.
Der kommt schon eher hier, mein Freund hier. Da wurde es wieder knapp. Ah. Die Dinger sind schon heftig. Man kommt gar nicht dazu, den Transporter wirklich anzugreifen, weil man ist permanent damit beschäftigt, die ganzen Ads zu entsorgen. Entweder haben wir noch nicht genug Bums oder wir sind zu unfähig. Irgendwas scheint noch nicht zu klappen. Zu passen. Hyperion sagt, das Leben ist zum Leben da. Der Tod, um ihn zu vermeiden. Um jeden Preis. So, schön, dass wir jetzt hier sind. Können wir hier gleich nochmal hier einkaufen gehen. Und zwar hier, wir brauchen definitiv Raketen. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. So. Bis bald, mein Freund. Schön, bis bald. Wir werden mal gucken, ob wir hier vorankommen. Versuchen wir mal flinke Füße hier. Haben wir auf alle Fälle schon mal das Zielobjekt ja schon mal gesehen. Das wollen wir bloß noch zerlegen. Einmal von den Großen hier loswerden hier. Okay, die haben wir zerlegt. Okay, sollten wir vielleicht mal auf das wechseln, aber wir. In dieser Welt hier habe ich Schwächen entdeckt. So. Dort greife ich an. So. Gucken wir mal, dass wir irgendwo in die Richtung reinkommen. Gleich mit seinem Vorwitz vorbereiten, das ist schön. Ich bereite mal den Frontalangriff vor. Genau, ist da wieder hin. Hin zu ihm da. So, und jo, erledigt. Schön, jetzt haben wir für den Freund auch keine Munition mehr. Einkauf. Oh, was haben wir da? Mitnehmen. Alles mitnehmen, was geht hier. Ich hoffe mal, irgendeiner unterstützt mich jetzt auch nach der ganzen Katastrophe hier. So. Ohohohoho. Das Problem ist, dass wir kommen bei den. Okay, mein Freund, ja. Aber einfach den Lodern. So, hui, hui, hui. Na, na. Der macht sich Gedanken über die. Ich mache mir eher Gedanken um meine Gesundheit hier. So. Und wir gehen down. Und sitzen natürlich an einer Position. Ah, jetzt können wir uns jetzt bewegen. Haben wir Munition für das Ding? Munition. Das ist der größte, großer Kacke, Alter. Die Dinger machen übel Schaden. Aber gucken. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass wir wieder hinten sind. Roland ist ja nun schon befreit, hoffentlich mal. Außer Handsome Jack.
Ja, auch der wird sterben, weil der kennt mich noch nicht. So, Abschluss. Ha. Ohohoho. Ein kritischer Fehler, bei dem das Blut nur so spritzt, bringt mich so. Du kommst wahrscheinlich voraus hier. Super. Kampfingenieur. Das kommst du nicht mal mehr hinter zu Roland hier. So. Ah, da sind noch zwei Freunde hier. Das kommt schon näher hier. Einmal der Arm weg. Auch der Arm weg. So, nachladen. Abschaltung der Einheit steht unmittelbar bevor. Dann schalten wir ab. So. Also zurück zu Roland. Mal wahrscheinlich das letzte Laber-Rhabarber zu machen. Und dann sind wir dann wahrscheinlich mit der Aufgabe durch hier. Oh, und ihr seid nervig. Okay. So, dann beseitigst du dich immer selbst. Gut, dann. Naja. Ihr arbeitet. Also, ihr schlägt sich immer noch mit dem Freund hier rum. Ja? Achso, da haben wir noch ihn hier. Vielleicht sollten wir doch mal hier hin wechseln. Ist doch ein scheiß Dreck, das Teil, ja. Gut, lass mal das. Also die Bazooka ist der letzte Dreck, dass sie nach dem Laden, ne, dass einen abdrückt oder so. Das ist zum Kotzen. Okay, vergiss mal das Ding. Jetzt denken wir, schauen wir hier vorne. Das ist ein Gemach hier. Also dieses Respawn-Scheiße ist hier bei Borderlands wohl der größte Dreck, mal um das hier auszukotzen. Weil es völlig unlogisch und passt absolut gar nicht zu dem Spielkonzept. Weil du landest dann immer irgendwo, kannst dann irgendwie dann neu starten. Dann tauchen wieder mal immer wieder Gegner auf, die du schon fünfmal zerlegt hast. Okay, mein Freund. So, erledigt. So, mal gucken. Ja, schießt da einer. Keiner tut was und trotzdem. Wesen. So. Auch zerlegt. Interessant, dass er nach dem Nahen gleich einfach einen abfeuert. Und so unkontrolliert. Das ist das Einzige, was wahrscheinlich mehr nervt. Hallo, ich kann mit dir nicht reden, weil da noch immer einer rumsteht. Pff,
So. Jetzt kommt er mit der Granatenkacke an, ja. So. Mal jetzt mal so langsam ja alles geklärt. So, jetzt kann ich in Ruhe mit Roland reden. Tag, Roland. So, du hast Roland von den Hyperen gerettet. Jetzt wird es Zeit für uns eine dieser typischen Gespräche, Marke. Danke, dass du mich vor den Schurken gerettet hast. Lass uns jetzt beraten, wie wir Jack eine Kugel in das Visage jagen können. Und zwar in Central. Danke. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Ja, yeah, schön. Das war's gut bei mir, Soldat. Ja, yeah, wie dir war ich mehrmals tot, aber gut, reden wir nicht drüber. Wir treffen uns in Sanctuary. Ich habe einen Plan, wie wir Jack stoppen. Aber ohne dich geht's nicht. Okay. Du hast Roland gerettet. Dieser Planet hat auf einen Helden wie dich gewartet. Okay. Gott sei Dank hat Jack nicht Wilhelm geschickt. Wer ist dieser Wilhelm? Na gut, ist ja auch egal, weil eigentlich unsere Zeit schon wieder rum für unser lustiges Let's Play Borderlands 2. Wir machen dann beim nächsten Mal nämlich genau da weiter, wo wir jetzt gerade aufgehört haben. Und gehen dann nach Century und treffen uns dann mit Rona. Mal gucken, was der so zu erzählen hat, was sein doller Plan ist. Ich glaube, es hat was mit dem Zug zu tun. Nur so eine Vermutung. So, was wir sonst noch jetzt haben, ist das, was jetzt kommt. Das, was jetzt kommt, das nennt man Endcard. Auf der schicken Endcard gibt es wieder eine Videobeschreibung. Diese Videobeschreibung, Videobeschreibung sei schon. Nein, Videoempfehlung. Empfehlung, kleines Nummerchen. Und zwar Command & Conquer Alarmstufe Rot 3. Das ist das, was gerade aktuell in der Junkbox ausläuft. Das heißt, das Spiel hat keine 5 Euro gekostet und wir hatten so viel Spaß dafür, dass wir bis zum Ende durchzocken. Sind wir jetzt mitten in der alliierten Kampagne, müssen wir noch sein. Und da geht es natürlich auch weiter. Und zwar morgen. Ihr habt nochmal den Teil vom Freitag. Könnt ihr nochmal reinschauen und gucken, was da so passierte. Wenn ihr auch noch mal reinschauen wollt, dann nehmt den YouTube-Button. Damit kommt ihr nicht zurück zum Kanal und abonniert ihn auch gleich. Das ist doch super. Also abonniere nicht vergessen. Sonst haben wir noch den Social-Media-Kram, Google+, Facebook und Twitter. Das lohnt sich auch mal vorbeizuschauen, besonders Twitter. Da gibt es immer wieder ein paar Infos, wenn was schief geht, wenn was Neues gibt. Einfach mal reinschauen. Sonst unter dem Video habt ihr nicht nur die Links in der Videobeschreibung, sondern den Kommentarbereich, der kann gerne genutzt werden. Schreibt mir nette Kommentare, so viele wie ihr wollt und Daumen nach oben, denn ich bin Mac Furago und sag Servus und Ade.